Im April hat der Xbox Game Pass richtig viel zu bieten. Es erscheinen eine Menge Spiele ab Tag 1 der Veröffentlichung im Spiele-Abo. Spiele, auf die ich mich schon seit langem richtig freue. Wie immer zeige ich euch hier, welche Spiele euch in diesem Monat erwarten. Und wenn ihr auch in Zukunft über den Game Pass auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert am besten den Kanal. Schon am 4. April erschien das erste Spiel im Xbox Game Pass für Konsole und PC, und zwar der von Four Quarters entwickelte Deckbuilder Loop Hero. Aufgrund des Aussehens vermittelt das Spiel es auf den ersten Blick zwar nicht, aber es kam erst vor 2 Jahren raus und brachte ein innovatives Gameplay mit sich. Lasst euch also nicht vom Pixel-Look in die Irre führen. Loop Hero kann man am besten als Roguelike-Deckbuilding-Spiel mit Rollenspielelementen beschreiben. In dem Pixelspiel ist es eure Aufgabe, diese minimalistischen Räume mit nur einem Rundweg so lange zu durchqueren, bis sich euch der Wächter des Raumes zeigt, den es dann zu besiegen gilt. Wann die Wächter auftauchen, ist davon abhängig, wie sehr der Raum gefüllt ist. Füllen könnt ihr ihn mit Karten, die es für jeden besiegten Gegner gibt. Diese Karten können beispielsweise für ein Waldstück stehen, welches ihr frei im Raum platzieren könnt. Dabei können die verschiedenen Karten sowohl positive als auch negative Effekte auslösen. Manche Karten bringen zum Beispiel einen Bonus aufs Tempo und andere lassen einen weiteren Gegner auftauchen, der bei seinem Ableben wiederum eine neue Karte liefert. Den wohl wichtigsten Aspekt habe ich aber noch nicht erwähnt. In Loop Hero kämpft und bewegt sich euer Held ganz automatisch. Ihr seid gefordert, wenn es darum geht, die Umgebungskarten zu platzieren und euren Helden mit Waffen auszurüsten. Außerdem gibt es ein Lager, in dem ihr zwischen den Ausflügen zur Ruhe kommen könnt. Diese Lager könnt ihr ausbauen und zur Vorbereitung auf die Expedition nutzen. Übrigens erschien Loop Hero am 4.4. nicht nur im Game Pass, sondern auch erstmalig auf den Xbox-Konsolen. 2 Tage später ging es hoch hinaus in den Weltraum, denn am 6.4. erschien nach einer 2-jährigen Early Access Phase die fertige Version von Everspace 2, ein Open World Weltraum Action RPG Looter Shooter vom deutschen Entwicklerstudio Rockfish Games. In dem Singleplayer könnt ihr euch einer ca. 30 Stunden langen Kampagne und zahlreichen Nebenmissionen widmen. Die meiste Zeit werdet ihr aber mit der Erkundung der eindrucksvollen Open World verbringen. Im Mittelpunkt von Everspace 2 stehen die Raumschiffe, aus einer Auswahl zahlreicher Modelle, die auf 9 einzigartigen Klassen basieren, könnt ihr eure ganz eigene Flotte aufbauen. Jedes eurer Schiffe könnt ihr dabei mit verschiedenen Modulen, Waffen und Upgrades ausstatten und so modellieren, dass sie am besten zu eurem Spielstil passen. Die Ausrüstung für eure Flieger findet ihr entweder beim Erkunden oder auf den Missionen. Ihr könnt aber auch Materialien sammeln und die Ausrüstung selbst herstellen. Wenn ich Weltraumspiele sehe, denke ich oft an Hardcore-Simulationen, bei denen der Einstieg ziemlich schwer fällt und die deshalb nichts für die breite Masse sind. Doch Everspace 2 ist keiner dieser Simulationen. Es verfolgt nämlich einen arcadigen Ansatz, ist auch für Neulinge des Genres geeignet und keine Rocket Science. Auf die Raketen müsst ihr aber nicht verzichten, denn der Weltraumshooter hat neben einem flexiblen Movement auch ein actionreiches Kampfsystem, in dem ihr mit Raketen, Laser und Spezialfähigkeiten angreifen könnt. Everspace 2 erschien erstmal nur für den PC. Konsolenspieler können ab dem Sommer durch den Weltraum düsen. Kommen wir nun aber zurück zur Erde, nach Tokio um genauer zu sein. Denn dort spielen sich die Geschehnisse von Ghostwire Tokyo ab. Ein düsteres Open-World-Action-Adventure von den Machern von The Evil Within, Tango Gameworks. Ghostwire Tokyo ist zwar nicht so horrorlastig wie The Evil Within, es bietet aber trotzdem eine düstere Grundlage. Denn zu Beginn des Spiels sorgen dunkle Mächte dafür, dass alle Einwohner der japanischen Metropole plötzlich verschwinden und überall dämonische Wesen auftauchen. Eure Aufgabe ist es, das Mysterium hinter den Geschehnissen aufzudecken und die dunkle übernatürliche Bedrohung zu bekämpfen. Die atmosphärische Open World von Ghostwire Tokyo gibt grafisch echt was her und wer eine Vorliebe für Japan hat, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Zudem könnt ihr berühmte Orte wie die Shibuya-Kreuzung oder den Tokyo Tower besuchen. Die Hauptstory bietet ca. 15 Stunden Spielzeit. Wollt ihr aber alle Nebenmissionen und Zusatzaufgaben erledigen, werdet ihr ca. 40 Stunden im verlassenen Tokyo verbringen. Der Singleplayer wurde zwar schon letztes Jahr veröffentlicht, findet aufgrund seines Exklusivvertrags mit Sony aber erst jetzt, am 12. April, seinen Weg auf die Xbox-Konsole. Dafür erscheint das Spiel aber direkt im Xbox Game Pass für Konsole und PC. Außerdem wird zur Feier des Tages ein riesiges kostenloses Update veröffentlicht, das den Titel Der Faden der Spinne trägt. Neben dieser ekligen Spinne enthält das Update einen Roguelite-Modus, neue Gegner, neue Umgebungen, wie zum Beispiel eine gruselige Mittelschule, neue Kampffertigkeiten, neue Missionen und. Die Liste an neuen Features ist nahezu endlos. Und solltet ihr mit Horrorspielen auf Kriegsfuß stehen, das Update bringt auch einen verringerten Horror-Effekte-Modus mit sich, der bei Aktivierung schaurige Szenen durch niedliche Sticker ersetzt.
Im Februar gab es Football mit Madden NFL, im März Baseball mit MLB The Show und im April folgt mit NHL 23 der nächste internationale Sport. Denn die Eishockey-Simulation wird Mitte des Monats der EA Play-Bibliothek hinzugefügt, was zur Folge hat, dass auch Game Pass Ultimate-Abonnenten Zugriff auf das Spiel haben werden. Wie gewohnt hat auch der neueste Teil der Reihe viele Spielmodi im Gepäck, darunter den Be a Pro-Modus, Hockey Ultimate Team und den Franchise-Modus, in dem ihr das Management eines Teams übernehmt und sowohl den Kader als auch die Mitarbeiter, die Infrastruktur und das Scouting verwaltet. Im Vergleich zum Vorgänger verfügt NHL 23 über verbesserte Grafik, mehr Konfigurationsmöglichkeiten und plattformübergreifendes Spielen. Außerdem wurde der Hockey Ultimate Team Modus erweitert. Hier ist es nun möglich, gemischte Teams aufzustellen, in denen Frauen und Männer Seite an Seite auf dem Eis stehen. Seid ihr Ultimate-Abonnenten und Besitzer einer Xbox-Konsole? Dann könnt ihr euch ab dem 13. April auf das Eis begeben und euren virtuellen Eishockeyschläger schwingen. Diese friedliche Welt mit ihren süßen Kreaturen werden so ziemlich alle von euch wiedererkennen. Hierbei handelt es sich nämlich um die aus Minecraft bekannten Bewohner der Oberwelt. Wenn dann nur nicht diese böswilligen Piglins wären, die aus dem Nether gekrochen kommen und für Chaos sorgen. In Minecraft Legends ist es eure Aufgabe, dieser schweinischen Invasion den Riegel vorzuschieben, indem ihr die Bevölkerung der Oberwelt vereint und gemeinsam mit ihnen gegen die Piglins in die Schlacht zieht. Neben dem Aufbauen von Bündnissen könnt ihr ganz klassisch die vertraute Welt erkunden und Ressourcen sammeln. Die Ressourcen könnt ihr nutzen, um eine Verteidigung gegen die Piglins aufzubauen. Das Besondere an Minecraft Legends ist, dass ihr die Story-Kampagne alleine oder im Koop spielen könnt. Generell freue ich mich vor allem auf den Multiplayer des Action-Strategiespiels. Denn neben der Koop-Kampagne wird es außerdem noch einen PvP-Modus geben, in dem ihr in Viererteams gegeneinander antreten könnt. Am meisten gefällt mir an dem Modus, dass er ganz im Sinne des Teamworks gestaltet wurde. Denn sowohl die Armee als auch die gesammelten Ressourcen werden innerhalb eines Teams geteilt und jedes Mitglied kann darauf zugreifen. Das heißt, dass nicht jeder Ressourcen sammeln muss und man die Aufgaben nach den Vorlieben des Einzelnen aufteilen kann. In einem Team könnte man sich beispielsweise so aufstellen, dass einer Ressourcen sammelt, einer das umliegende Gebiet scoutet und die anderen beiden Teammitglieder die Verteidigungsmauer aufbauen. Die Kommunikation und die taktische Aufstellung eines Teams stehen im Mittelpunkt und können über Sieg und Niederlage entscheiden. Ab dem 18. April könnt ihr in die Welt von Minecraft Legends eintauchen, denn dann erscheint es direkt zum Launch im Xbox Game Pass für Konsole und PC. Sollte der Stress in eurem Alltag überhand nehmen, dann habe ich genau das richtige Spiel für euch. Die Fortsetzung Coffee Talk Episode 2 Hibiscus and Butterfly. Ein textbasiertes Videospiel mit minimalistischem Gameplay, schönem Pixel-Look und entspannter Lo-Fi-Musik. Die Handlung des Spiels findet in einem Café in einer alternativen Realität statt. Eine Realität, in der Menschen mit Elfen, Orks und weiteren Völkern koexistieren. Ihr nehmt in Coffee Talk die Rolle des Baristas ein und sorgt dafür, dass eure Gäste mit Heißgetränken versorgt werden. Je nachdem, wie gut ihr das hinkriegt, können die Getränke sich entweder positiv oder negativ auf die Laune eurer Gäste auswirken. Bei der Zubereitung könnt ihr Zutaten wie Minze, Schokolade, Tee oder Kaffee mischen und durch Experimente sogar auf Geheimrezepte stoßen. Neben der Zubereitung von Heißgetränken sind vor allem die interessanten Geschichten und die Gespräche der Gäste ein zentraler Bestandteil des Spiels. Dabei berichten sie von ihrer Arbeit, ihrer Beziehung, Problemen und anderen wichtigen Ereignissen ihres Lebens. Die Visual Novel Coffee Talk Episode 2 erscheint am 20. April ab Tag 1 der Veröffentlichung im Xbox Game Pass für Konsole und PC. Ebenso ab Tag 1 der Veröffentlichung erscheint auch der Indie-Titel Cassid Beast im Spieler-Abo. Das pixelige JRPG kann man als eine Art Kombination aus Octopath Traveler und Pokémon bezeichnen. Eure Reise in Cassid Beast beginnt damit, dass ihr auf einer seltsamen Insel strandet, auf der schnell klar wird, dass die Dinge hier anders laufen. Denn hier tummelt sich eine Menge Monster, die sich euch in rundenbasierten Kämpfen in den Weg stellen. In Pokémon schickt ihr eure gefangenen Monster in den Kampf. Cassid Beast regelt das auf andere Weise. Der Unterschied zu Pokémon beginnt schon beim Sammeln der Monster. Denn hier geht es nicht darum, diese zu fangen, sondern darum, sie mit einem Kassettenrekorder aufzunehmen. Anschließend könnt ihr euch nämlich durch das Anhören der Kassette zu dem Monster verwandeln und all seine Fähigkeiten ausführen. Das heißt, dass ihr die Monster nicht in Pokébällen einschließt, sie ihr ganzes Leben in Gefangenschaft verbringen und nur dann raus dürfen, wenn sie für euch kämpfen müssen. Weitere Besonderheiten des Spiels sind der Artstyle, die menschlichen Begleiter, der Multiplayer-Modus und die Möglichkeit, verschiedene Monster zu fusionieren. In Cassid Beast seid ihr nicht alleine unterwegs. Es gibt mehrere NPCs, die euch auf eurer Reise begleiten. Außerdem unterstützen sie euch in den Kämpfen und es ist möglich, eure Monster im Kampf zu fusionieren, um besondere Fähigkeiten freizuschalten. Wenn ihr aber einen realen menschlichen Begleiter bevorzugt, dann könnt ihr im lokalen Multiplayer zu zweit auf Monsterjagd gehen. Cassid Beast erscheint erstmal nur für den PC, die Konsolenversion soll bis spätestens Juni erscheinen.
Auf das nächste Spiel freue ich mich schon seit langem. The Last Case of Benedict Fox. Ein Xbox- und PC-exklusives Murder-Mystery-Jump'n'Run mit beklemmender Atmosphäre. Wie der Name des Spiels bereits verrät, geht es um den letzten Fall von Benedict Fox. Ein selbsternannter Detektiv, der alles andere als gewöhnlich ist. Er verfügt nämlich über einen dämonischen Begleiter, der ihm unter anderem die Macht verleiht, in die Gedanken kürzlich Verstorbener einzutauchen. Beim Eintauchen gelangt er in surreale Zwischenwelten, in denen die Erinnerungen, Emotionen und Traumata der Verstorbenen eine physische Form eingenommen haben. Das Spiel bietet atmosphärisch finstere Umgebungen, die voll von dunklen Kreaturen sind. Da die euch gegenüber nicht gerade freundlich gesinnt sind, bekämpft ihr sie mit euren Nah- und Fernkampfwaffen und euren dämonischen Fähigkeiten. Das Metroidvania vom Entwicklerstudio Plot Twist erzählt eine mysteriöse Story voller Geheimnisse, in der ihr auf der Suche nach Antworten nicht nur den inneren Dämonen der Verstorbenen entgegentretet, sondern auch eine Menge Rätsel lösen müsst. The Last Case of Benedict Fox ist ein schnelles Action-Adventure-Jump'n'Run, das nicht nur mit einem schönen Look glänzt, sondern auch mit atmosphärischen Umgebungen, schnellem Gameplay und einer von Lovecraft inspirierten Geschichte. Der Sidescroller wird am 27. April veröffentlicht. Und wie auch die Spiele davor, erscheint es ab Tag 1 der Veröffentlichung im Xbox Game Pass für Konsole und PC. Bei manchen Ideen fragt man sich, wieso man nicht schon früher darauf kam. So auch bei der Idee von Skybound Games, Magie mit Farmsimulation zu kombinieren. Nicht ohne Grund gibt es den Begriff Kräuterhexe. Wieso also nicht ein Spiel entwickeln, in dem man eine Hexe steuert und eine Farm aufbaut? In Homestead Arcana wurde genau diese Idee umgesetzt. Denn hier übernehmt ihr die Rolle einer Farmerhexe, mit der ihr Gebiete erkunden, Ressourcen sammeln und Pflanzen anbauen könnt. Das klingt jetzt erstmal wie jede andere Standard-Farmsimulation, aber es kommt ja noch der Magieaspekt dazu. Ihr könnt Zauber wirken und es gibt magische Orte mit besonderen Pflanzen und Bäumen. In Homestead Arcana liegt die Kraft der Magie in der Natur. Für die Zauber müsst ihr Energie aus der Erde und den Pflanzen ziehen. Außerdem bietet das Spiel auch eine Story. Das an eure Farm angrenzende Gebiet ist auf geheimnisvolle Weise von einer Seuche betroffen und eure Aufgabe ist es, das Rätsel hinter der Krankheit aufzudecken und das verseuchte Land mit eurer Magie zu heilen. Das war's an dieser Stelle mit den neuen Game Pass-Spielen, die diesen Monat im Abo erscheinen werden. Ich persönlich freue mich am meisten auf The Last Case of Benedict Fox und den taktischen Multiplayer von Minecraft Legends. Geht's euch da ähnlich oder freut ihr euch mehr auf die anderen Spiele? Schreibt es in die Kommentare, teilt das Video auch gerne mit euren Freunden und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.